Bastelnacht an Ostern. Basteltag vielmehr, der Cracky hier. Hallo, YouTube. Hallo. Ich habe letzte Nacht festgestellt, durch die nette Community, dass dieses USB-Kabel, welches an den Rave Prism Kühler kommen kann, mit Hilfe einer Cooler Master Software ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Aber erstmal schauen wir uns an, wie der Kühler standardmäßig läuft. Buff. Okay, so läuft er. Es geht vor allem hier um den Lüfter selber, weil der halt die ganze Zeit diesen Rainbow-Effekt macht. Und es ist wohl möglich, wenn du diesen hier auch noch ansteckst, mit dieser Software, dass du den Regenbogen auch noch, also den Rain, also das drumherum auch noch steuern kannst. Da kannst du einfach alles steuern. Dann ist das voll adressierbar. Dann geht richtig der Cyberpunk ab. Ja, die TI habe ich wieder ausgebaut. Richtig. Und jetzt läuft der Lüfter auch auf Volldampf, weil der erstmal das BIOS resettet hat. Und bei der Gelegenheit zeige ich euch auch einmal so kurz die OC-Settings, die ich gemacht habe. So, wir laden erstmal die UEFI Defaults. Ich habe übrigens hier ein spezielles Hack-BIOS drauf von JZ Elektronik. Da sind so ein paar Features freigeschaltet, die normalerweise nicht drin sind. Wie BLCK-Overclocking und so ein Kram. Hier kannst du CPU-Frequenz ändern. Es ist jedenfalls das letzte BIOS mit der aktuellen AGESA 1.06. Am Lüfter gibt es einen Schalter. Ich weiß, dass es einen Schalter gibt, aber ich habe ja eine Lüfterkurve konfiguriert. Nur ich habe jetzt die Grafikkarte rausgenommen. Und darum ist das BIOS resettet, damit er wieder rafft, dass er von Onboard kommen soll. So, jetzt ist der Lüfter leise. Und Stichwort Lüfter leise, das zeige ich euch mal als erstes, wie ich den da konfiguriert habe. Ich habe den auf die hohe Drehzahl gestellt und das ist jetzt ein Ryzen 5 2400G und der hat ja einen hohen Drehzahl- und Low-Drehzahl-Schalter und der ist auf hoch ausgehend, das heißt, der kann richtig aufreißen, wenn es eklig sein soll, also so. Ja, das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen ihn schön leise haben. Und ja, ich lasse das Ganze von einem TCTRL-Wert auslesen. Meine Eingangstemperatur 50 bei 25% Lüfterspeed. Man muss aufpassen bei dem, so ab 15 oder ab 20% kann es sein, dass er gar nicht anläuft. Dann bleibt er komplett stehen. Wenn man da natürlich drauf steht, wie das die modernen Grafikkarten machen, bitteschön, mach das ruhig. Aber ich bin da kein Fan von. Ich mag es, wenn Fans sich drehen, wenn sie das machen, wofür sie gedacht sind. Zweite Temperatur 60, 35%, 65, 50% und dann bei 70 Grad 65% auf dem Lüfter und die kritische Temperatur habe ich von 80 auf 75 Grad runtergezogen. Kritische Temperatur bedeutet, wenn die CPU diesen Wert erreicht, läuft der Lüfter auf Volldampf. Und so ist Ruhe im Karton. Ich weiß gar nicht, was die anderen Lüfter hier machen. Die machen 800 Umdrehungen, wie ihr seht. Ich weiß gar nicht, inwiefern die steuerbar sind. Das habe ich mir gestern gar nicht angeguckt, weil die einfach sofort so unauffällig waren. Chassis Fan 1 und 3. Oh ja, die kannst du tatsächlich als DC konfigurieren. Ah ne, das ist CPU Fan. Hoppala, versehen. Aber hier, Chassis Fan 1, DC-Modus, Full Speed. Was macht der denn da? Ah, 1100. Hört man auch fast nicht. Das ist aber nett, dass das, also das muss man dem Steel Legend Mainboard echt lassen, dass es diese Optionen hat für alle Lüfteranschlüsse. Ich weiß, bei Gigabyte und MSI ist das gang und gäbe, aber bei ASRock muss man sich tatsächlich darüber freuen, wenn man sämtliche Lüfteranschlüsse konfigurieren kann, auf 3-Pin oder auf 4-Pin. Und so schlecht die VRMs für einen 27X sind, so toll ist das mit den Lüfteranschlüssen und so toll ist die Optik bei dem Platinchen, ne? Das finde ich halt echt gut. Gut gepennt, war? Ja, ganz gut. Also, knapp 1200 Umdrehungen können die Lüfter machen. Da drücken die dann auch ein bisschen Luft. Okay, nicht schlecht. Gut zu wissen. Performance-Modus ändert nichts an der Drehzahl. Du könntest die natürlich auch komplett händisch konfigurieren. Aber warte mal, Chassis Fan 3. Doch, Performance-Modus ändert was an der Drehzahl. Dann sind es 900. Nee, also den vorderseitigen lasse ich mal im Standardmodus laufen und den rückseitigen lasse ich mal im Performance-Modus laufen. So.
aber. Allerts aus? Nee, eigentlich nicht. Der Wolfi müsste nur noch mal announcen. Aber danke, Wolfi. 18 Monate. So. Also das zum einen. So habe ich den Rave Prism halt konfiguriert. Habt ihr gesehen? Das ist sehr nett und so ist Ruhe im Karton. Klar wird die CPU dann ein bisschen wärmer, weil die Drehzahlen halt nicht sonderlich hoch sind. Aber das ist im Prinzip ein guter Kompromiss. Gibt es Adapter für Lüfter? Meine im Gehäuse sind fünfpolig. Kann ich... Frohe Ostern euch da draußen. Und die Langeweile hat ein Ende. Danke, Cracky. Freut mich, danke für die Bits, Mann. Gibt es Adapter? Meine im Gehäuse sind fünfpolig. Fünfpolig gibt es eigentlich nicht. Also wenn, dann ist es vierpolig. Mit einem dicken Stecker. Wenn du einen dreipoligen Anschluss nur am Mainboard hast und du hast einen vierpoligen Lüfteranschluss, also sprich, du hast so einen Anschluss hier, dann steckst du im Prinzip den Bereich, den du hier eingerahmt siehst, steckst du aufs Board. Dann kommen nur die drei, also die drei von rechts jetzt gesehen, die kommen dann nur aufs Mainboard. Dann hast du aber auch nur DC-Steuerungsmöglichkeit. Meistens laufen dann PWM-Lüfter einfach auf Volldampf. No. Du kannst ja auch immer Graka noch mehr, doch mehr als 3 GB zuweisen. Was nutzt es, wenn das gar nicht funktioniert? Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwo eine Richtlinie seitens AMD ist, dass du so und so viel Hauptspeicher haben musst, damit du mehr zuweisen kannst. Das weiß ich nicht. Aber im Prinzip ist es, wie gesagt, du kannst ja auch nur 256 MB geben und es ändert sich im Prinzip nichts an deiner Performance. Es sei denn, das Spiel sagt, ich brauche aber den ganzen RAM für meine Städtebausimulation und lasse der Grafikkarte keinen Texturspeicher mehr. Aber das ist ja das, kommt ja eigentlich nicht vor. Wenn du 16 GB RAM hast, dann bist du da fein mit raus, legst den fest auf 2 GB oder wie ich es hier mache, auf 3 GB und dann ist gut. Und selbst wenn du auf Ultra-Texturen gehst, das haben wir gestern gesehen, dann werden halt diese zusätzlichen 2-3 GB werden einfach in den freien RAM geschoben und das wird genauso mitbenutzt und du verlierst kaum Performance. Das ist halt das Tolle bei diesem Heterogeneous Computing, also dass quasi die CPU und die GPU auf einen RAM-Pool zugreifen. Hier ist zwar festgemacht, ja, 3 GB, die sind nur für die Grafikeinheit, aber der Rest ist eigentlich frei verfügbar, da kann sich jeder bedienen, wie er will. Das ist ziemlich geil. Nein, die sind tatsächlich fünfpolig und werden an einen zusätzlichen Teil geklemmt für RGB-Kirmes per Fernbedienung. Ja, aber da kriegen die dann keinen Strom drüber. Die müssen dann auch noch zusätzlichen Anschluss haben. Ich weiß, welche Stecker du meinst. Du meinst diese adressierbare Kirmes hier. Warte mal. Nee, das ist aber nur dreipolig hier. Ja, dann musst du das mal auf dem Discord veräußern. Also ich hätte jetzt hier noch sowas im Angebot. Für die Ostereier. Danke, Akinos. 1000 Bits. Crazy, ihr seid verrückt. Dankeschön. Wo du dann hier so einen Stecker hast und so einen, der aufs Board kommt und so einen, den du an den Controller hängen kannst. Und hörst du etwas verschnupft an oder Allergie? Nö, das ist einfach noch ein bisschen Schlaf in meiner Stimme. Das ist alles. Das ist halt eine Tagesstimme. Noch nicht warm gequatscht. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ansonsten, wie gesagt, Discord, poste das da mal rein mit dem Foto und dann kann ich mal gucken. Nochmal die Frage, kann das Tai Chi im BIOS auch die Lüftersteuereinstellungen? Ja. Wobei das Tai Chi tatsächlich auch nicht alle Anschlüsse auf DC laufen lassen kann. Aber im Prinzip ist die Lüftersteuerungseinstellung hier genauso. Also du kannst hier dann auch Customize sagen und dann sagst, hey, Chassis Fan 3, auch bei Temperatur 50 sollst du bitte... Ne, wartet mal, ich demonstriere es mal mit Chassis Fan 1. Also hör mal, bei 50, ja, wenn das Ding noch so arschkalt ist, dann kannst du auch 0 machen. Und dann hast du nämlich den Effekt, dass der Lüfter ausgeht. Ja. Und dann dreht er erst bei entsprechender Temperatur an. Ich sitze wieder hier. Ja, also, das kannst du auch machen. Dann hast du halt Zero Fan bis zu einer bestimmten Temperatur. Und wenn ich jetzt hier sage 50 und dann zack, dann geht's wieder los.
Ja. Das geht. Das machen nicht alle Lüfter mit. Das muss man einfach ausprobieren. Muss man so ein bisschen ausbaldowern. Heißer Tipp dafür ist, die ASRock-Software im Windows zu nutzen, um die Lüfter zu vermessen. Das sogenannte Fantastic Tuning. Das ist im A-Tuning-Tool drin oder bei den Fatality Boards im F-Stream Tuning Utility. Da gibt es auch die Option Fantastic Tuning. Und da kannst du jeden Lüfter vermessen. Da kannst du sagen, Scan Lüfter oder was? Dann fährt er den selber hoch und runter und zeigt dir dann die Prozentwerte in 10er Schritten an und welche Umdrehung dabei anliegt. So kannst du dann für einen guten Grund-Airflow sorgen mit 800 Umdrehungen. Und dann kannst du immer noch sagen, jo, wenn Halligalli, dann mehr. Geht doch im BIOS auch. Ja, im BIOS ist es Fantastic Tuning auch drin, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob es genauso komfortabel ist. Nee, also hier vermessen kannst du sie hier nicht. Hier kannst du halt mit der Maus kannst du die Dinger ziehen. Ich stelle es aber lieber mit Zahlen ein, bin ich ganz ehrlich. Ja, hier kannst du dann auch, kannst du das so grafisch bisschen machen. Ich mag es aber lieber mit Zahlen. Ah ja, hier Fantuning. Ja, okay. Detecting your fan speed. Ja, aber was macht er denn jetzt? Bleibt alles stehen. Das dauert jetzt. Die Mindestdrehzahl kann man analysieren. Ah ja, okay. Ich weiß, dass es ein bisschen dauert, leider ja. Aber okay. Ja, so eine Lüftersteuerung, die konfigurierst du einmal und dann speicherst du dir das als OC-Profil ab. Und dann ist gut. Aber so eine händisch Lüftersteuerung, die du konfigurierst, ist halt einfach, da kannst du mit keiner manuellen Lüftersteuerung kannst du da dem Ganzen das Wasser reichen. Das ist ja immer nur feste Werte, die du eingibst und hier kannst du halt wirklich situationsbedingt, temperaturabhängig kannst du sagen, hallo, ab dafür. Ein anderer Fall ist natürlich Wasserkühlung, ne? Da muss man natürlich dann immer gucken, was sagt die Wassertemperatur in dem Moment und so. Das ist dann ein bisschen heikler. Da kann man dann vielleicht, wenn man jetzt ohne einen Temperatursensor fürs Wasser arbeitet, kann man ein bisschen nach der Mainboard-Temperatur gehen, wobei das dann halt immer nur so 2-3 Grad-Schritte sind, an denen man das ausmachen kann, wie warm es denn gerade im System ist. Ne, das ist das Wort am Sonntag. Das Objekt Urbi der Bastelszene D. Ah, Protos, verrückter Kerl. Tommy Neo YouTube, hallo! Warum hat die Familie dafür kein Verständnis, dass ich wieder zuschaue? Pesa, das kann ich nur nachvollziehen. Handelt euch jetzt keinen Ärger ein. Das gibt's alles als Aufzeichnung zu sehen. Ansonsten habt einen schönen Tag. Wir werden auch nicht bis abends machen oder so ein Quatsch. Ich habe mir vorgenommen, so bis maximal 3 Uhr. Und dann ist hier Schluss. Ja, also, dass ihr Bescheid wisst. Hoppala. Ich wollte nur echt das mal ausprobieren, wie das da mit der Steuerung ist und so ein ganzer Kram. Audio! Hallo! Und grüßt euch hin. 3 Uhr nachts. Motorrad fahren bei dem Wetter. Wunderbar. So ist richtig. Raphael Bach 99. Hallöchen. Gut, dass ich heute nichts mehr vorhabe. Ja, Arkenangel. Das wurde mir netterweise zuteil. Ich habe da sogar auch eine Widmung drauf. Verdammt. Kamera weiter drehen. Hopp. Naja. Da kann man stolz drauf sein. Roman hat mein T-Shirt angefasst. Ja! Okay, CPU-Fan, Minimal Duty, Minimal Duty, Minimal Duty, Minimal Duty. Okay, also man findet hier heraus, wie die Minimalprozentsätze der Lüfter sind. Das ist nicht so informativ wie das Windows-Tool. Aber gut, dass wir uns das mal angeguckt haben. So, ich lade jetzt mein Profil wieder, weil das war ja schon konfiguriert quasi. Oder ist das so geblieben, wie es war?
Nein. Der hat das irgendwie selbst konfiguriert. Warum hat er den denn jetzt so hochgerissen, den CPU-Fan? Was ein Quatsch. Der hat irgendwie eine eigene Konfiguration vorgenommen, die ich nicht haben will. So. Aber wir lassen die Chassis-Fans nochmal anders laufen. Hier DC-Modus. Den rückseitigen lasse ich ein bisschen mehr Drehzahl machen. Und den vorderseitigen lasse ich so, wie er ist. Stelle ihn nur auf DC. So. Des Weiteren natürlich das Overclocking, welches ich vorgenommen habe hier in dem Fall. Zum einen natürlich beim RAM das XMP-Profil geladen. Das ist ein 3200er Kingston HyperX. Hier gibt es auch dieses HyperX-Profil, was einer gemeint hatte jetzt auf dem Discord, was auch in diesem BIOS komischerweise drin ist. Ich weiß ja nicht, was dabei passiert. Was ist das für ein Profil? Ominös. Es könnte funktionieren. aber wir lassen es mal so. Weil es sind ja keine 3466er und die Ryzen APUs machen das nicht so gut. 24G ohne Graka Pimpin. Ja, das ist ja ein kaputter 24G, dem fehlen ein paar SMD-Bausteine, darum muss ich hier die Spannung festlegen, das ist ganz wichtig. Auf 3,9 läuft er recht stabil, das war gestern noch nicht so ganz 100%. Wir hatten so bei maximaler CPU-Auslastung hatten wir ein, zwei Aussetzer. Ich bin aber auch von den ursprünglich 1,45 Volt, die ich mal irgendwo aufgeschrieben habe, auf 1,40 runter. Vielleicht nicht wundern, bei den APUs sind die Spannungen so hoch. Wir gehen einfach mal, also 3,9, 4 GHz stabil, kannst vergessen. Vielleicht mit Wasserkühlung und entsprechender Spannung dann, aber 3,9 ist gut. 1,425 und die SOC-Voltage, das ist ganz wichtig auch für die Grafikkartenübertaktung, 1,25 Volt. Mehr würde ich auch auf keinen Fall bei der SOC-Voltage machen. Das ist schon relativ viel. Ich muss das halt hier anlegen, wegen der SMD-Kirmes. So, jetzt können wir das Grafikkarten-OC hier vornehmen oder wir machen es weiter in der Tiefe. Ich habe es weiter in der Tiefe gemacht, werde es jetzt auch wieder so vornehmen. Das Board hat sogar Loadline-Calibration. Wie lange hat man eigentlich Garantie auf eine CPU? Das waren mal 3 Jahre, aber frag mich jetzt, ob die Hersteller das aktuell noch machen. Also warum nicht? Du kannst das hier machen. Ich habe es hier aber noch nicht ausprobiert. Und ich... Die Voltage, Core Voltage musst du im Prinzip nicht definieren, weil das ist, die Core Voltage ist gleich SOC Voltage. Wenn du hier oben die SOC Voltage verstellst, hast du auch automatisch die Core Voltage verstellt. Und dann könntest du halt hier sagen 1500. Machen wir gleich von mir aus da. Ich habe es aber hier gemacht in Advanced, CBS, NBIO und dann die GFX Configuration. Und dann habe ich hier zum einen definiert, dass er 3 GB reserviert haben darf. Das steht standardmäßig so auf Auto. Und da sagen wir hier, Force, du sollst die integrierte Grafik benutzen. Humor Specified bedeutet, du definierst dir ich sage ihm, wie viel reservierten RAM er haben darf. Die Version kann ich euch nicht sagen, was da der große Unterschied ist. Das lasse ich immer auf Auto. Und dann hier 3 GB. 4 GB funktioniert nicht, dann geht er zurück auf 2. Alles darunter funktioniert auch. Es kann sein, dass mit mehr Hauptspeicher, ich habe jetzt hier 16 GB, dass die anderen Reservierungsstufen mittlerweile auch funktionieren. Das zum einen. Und dann gibt es hier halt unten das iGPU Overclocking. Das muss man erstmal akzeptieren. Und dann habe ich hier die 1500 definiert. Ja, das habe ich hier gemacht. Wir machen es jetzt mal an einer anderen Stelle. Wird auch funktionieren. 1500 und dann F10 und raus. (lacht) 1,46 zu 5, ja. Ja gut, AMD hat ja davon abgeraten, damals bei der allerersten Ryzen-Generation nicht mehr wie 1,425 so im 24-7-Betrieb zu geben. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie sich die Spannung unter Last verhält und so. So. Was ich hier vorhin meinte, auch noch wegen Lüfter vermessen. Ah ne, das A-Tuning habe ich leider nicht drauf. Also im A-Tuning gibt es das Fantastic Tuning. Da kannst du dann Halligalli machen. Ob der die Settings jetzt angenommen hat, kann man halt sehr gut im CPU-Set kontrollieren. Und in der HW-Info. Das sieht man dann da wunderbar. Zack.
Also hier sehen wir natürlich zum einen die RAM-Settings, ne, die 3200. Aber der Grafikkarte sehen wir es auch in dem Fall. Ja, wunderbar. Core-Clock 1500 MHz, 3 GB reservierter Speicher. Ja, sonst alles tutti. Dann lasst uns doch mal ausprobieren, was die RGB-Kirmes sagt. So. Fahren wir mal runter. Wuff. Ah, okay. Naja. Solange man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann und die Spannungswandler auch nicht Drago tanzen, ist doch alles cool. So, wir versuchen jetzt das Ding hier gescheit zu verbauen. Dafür muss ich mir den Rechner ein bisschen näher ranholen, weil ich das ja auch vernünftig verlegen will. Zum Glück hat das Mainboard... Also man muss dem Mainboard ja wirklich sagen, Mensch, die haben eigentlich alles richtig gemacht, bis auf die VRMs, die ein bisschen zu unterdimensioniert sind für eine dicke CPU. Du hast hier diese wunderschönen einzelnen SATA-Ports abgewinkelt, ja? In einer Reihe geschaltet. Dann hast du die M2 über der Grafikkarte. Dann hast du hier natürlich noch einen zweiten M2-Slot. Hat ASRock schon immer gemacht. Dann hast du hier dann halt zweimal USB 2.0. Das siehst du auch wenig. Und dann halt Lüfteranschluss. 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 Hier oben zwei Lüfteranschlüsse. Das ist super gut. Also das Layout ist so geil. Es ist so schade. Er leuchtet ja weiter. Ja, das macht er, weil ich Deep Sleep nicht angemacht habe. Weil ich Deep Sleep nicht aktiviert habe, leuchtet er weiter. Das ist auch eine BIOS-Option. Dann schaltet er die USB-Power ab. Power up! So. Ja, hier neben ist noch so ein kleiner Pinöpel. Den muss man dann auch rausholen. Das ist dann entweder Oder-Steuerung oder eskaliert der Lüfter, wenn ich beide drin habe. Man weiß es nicht so genau, ne? So. Ups. So, einmal das da drin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das gescheit verlegen. Vielleicht gehen wir hier oben raus. Ja gut, es ist immer eine Frage der Perspektive, ne? Ob man jetzt die Abstrahlung da besser sieht oder ob man wirklich die einzelnen LEDs sieht. So, wir gehen einmal hier unten runter. Warum nicht ganz unten hergehen? Verdammt, da muss ich das Seitenteil für abmachen. Machen wir. Was wurde hier gemacht? Wir haben einen blauen PC gebaut. Wir haben ein wunderschönes APU-System zusammengezimmert. In dem Spectral Design Focus G. 50 Euro Gehäuse. Welches gut überzeugt hat für das Geld. Einfach hier unten wieder rein. Man sieht es hier, 120 Gig SSD und 260 GB SSDs, da wurde ich gestern schon wieder ausgelacht. Aber hey, auf den Elektroschrott schmeißen ganz bestimmt nicht, solange die Dinger funktionieren. Und die paar Spiele, die wir gestern gespielt haben, Crysis 3, Battlefield 5 und Shadow of the Tomb Raider, die passen auch da drauf. Also insofern... Smirra der Fuchs, Dankeschön für die Grüße. Dir auch zurück. Hab einen schönen Feiertag mit Familie, Freunden und allem, was dazugehört. So. Einmal wieder umgedreht. Hallo. Zack. Und jetzt stecken wir diesen Stecker hier unten dran. Ich weiß nicht, ob die Lüft auf die Steuerung sich dann in die Wolle kriegen oder ob das funktioniert. Wir probieren es aus. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich muss ja auch sagen, ich habe den Rave Prism bis auf die
Initialisierungsbastelnacht habe ich den halt seltenst mal benutzt, ja. Ihn hier. Kabel ganz gut verlegt. Fired up. Die Spieler haben sogar überzeugt. Ja, selbst Crysis 3 lief relativ gut. Und Battlefield 5 auch, also. Das ist Seitenteil hier, da bin ich ein bisschen mit auf Kriegsfuß mit, weil es nicht so gut in der Verankerung hält. Aber. Ja, der Prism ist cool, mit dem kriegst du halt auch ein 2.7x gekühlt. Das ist natürlich dann nicht so flüsterleise. Aber hier für so eine APU, da brauchst du den Lüfter nicht schnell drehen lassen. Und dann ist das sogar ein Silent-Kühler. Mit guter Optik. Es ist halt schön, dass es so ein guter steuerbarer Lüfter ist. So. Auf Seite. Naja, ich mache ihn halt so oft und auf, wie ich ihn aufmachen muss. Es dauert so lange, wie es dauert. Hat schon Herr Bulle gesagt. Bei Pepper Woods. Netzwerkkabel gezogen, der Klassiker. So. Was ist denn hier los? Crack ja Mittag. Jay Walsh. Moin, frohe Ostern. AMD SF4 Lamplight Control wird gerade eingerichtet. Was? Wo ist sie? Hä? Das ist das Tool, was installiert wird, aber da braucht man die Cooler Master Software für. So. Rave Prism Installation. Ha! Yeah, Mann! Papa G, wer auch immer das ist, hat ein paar mehr Klicks. Und MSI auch, der How-To-Channel, aber hey! Ich bin das Top-Ergebnis. Ah. Mann, Mann, Mann. Das ist so ätzend, ey. Hunger in Afrika. Katastrophe. So. Thank you for downloading. Ich habe doch noch gar nichts gedownloadet. Jetzt downloade ich. Ich habe mir gerade den Download-Link für die Software aus meinem Video geholt. Derp. Rave Prism 115. Ich schon wieder an. Ja! Ich hatte ja gestern noch was vor. Das Schmitzel. Was hast du mit Cracky gemacht? Nothing special. So, gestern habe ich auch von einem gehört, dass sich die Software mit der MSI-Software kabbelt, in die Wolle kriegt. Beziehungsweise die Software nicht einfach alles dann steuern kann und so ein Kram. Ich weiß nicht, wie es bei ASRock ist. Let's have a look. Select a language. I can't select any language. I have to take English. So, okay. Let's take English, please. Die Lüfter von Noctua gibt es auch in schwarz. Die Chromax-Serie. Aber noch nicht Update-Firmware. Ja, mach mal. So, dass man die Firmware auf dem AMD-Kühler geupdatet. Das AMD ist ausgegangen. Das AMD-Logo leuchtet nicht mehr. Jetzt leuchtet es. Oh, das leuchtet rot. Komplett. Und komplett orange. Heilige Schabernack. Great, your product is already up to date. Press OK to exit. Und jetzt? Software-Version, Firmware-Version. Update Firmware. Wieso? Warum ist dieser Knopf da, wenn es aktuell ist? Okay. Wow. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Ich stelle euch mal das Software-Menü so einigermaßen scharf. Und dann habt ihr den Lüfter auch noch im Blick. Ring-LED. Light off, apply. Buff! Hat nicht funktioniert.
glaube, wir haben einen Konflikt mit der Onboard-Steuerung. Kann das sein? Wahrscheinlich sollte ich den Onboard-Stecker abstecken. Fan-LED, Light Off. Hm, macht er nicht. Logo-LED kannst du auch an- und ausschalten. Das ist sehr cool. Aber ich glaube, wir müssen den Stecker ziehen. Sie sollen machen, was sie wollen. Hauptsache, der Ausschalter bleibt. Ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Es ist schön anzusehen. Aber bitte auch immer abschaltbar. Siehst du, jetzt mache ich das Ding wieder auf. Dann ziehe ich mal hier oben den RGB-Stecker vom Board. Den Dreier. Das AMD leuchtet jetzt grün. Es hat vorher immer weiß geleuchtet, jetzt leuchtet es grün. Geil, endlich LED-Gedöns. Jetzt leuchtet es blau. Holy shit, das hat vorher nicht die Farbe gewechselt. Ich schwöre. Grün, eine Schande, AMD. Nee, grün ist ja die klassische Farbe sogar. Urgazi, bin da, wer noch? So, Rave Prism Software, here we go. Dankeschön, Urgazi. So, Ring-LED, Licht aus. Licht an, Licht aus, Licht an. Okay, also, ihr könnt nicht gleichzeitig Board und USB-Stecker drin haben. Ne? Fern-LED, Logo-LED, zack, ist er komplett blecki-blecki. Sehr cool. Und dann kannst du dann hier vom Rainbow auch auf statisches Licht rübergehen. Wie geil ist das denn? Kannst die Brightness regulieren, kannst es ein bisschen dezenter machen. Morse-Code. Meh, meh. Swirl. Wuhuhu! Chase. Oh Mann, ey, was ein Quatsch. Clockwise oder counterclockwise? Wupp! Ja, je nachdem, ob du südlich vom Äquator bist oder nördlich vom Äquator. Zoom. Oh Mann, ey. Bounce. Wupp. 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 Ah, fantastisch. Quäkchen hat Spaß. Mach mal schneller. Was denn beim Chase? Der hebt gleich ab. Oh, ganz langsam. Da sind schon verdammt viele LEDs drin. Es sieht immer noch relativ flüssig aus. Nicht schlecht. Wir haben jetzt natürlich hier nur weiße Farbe, ist ja langweilig. Lass mal irgendwas nehmen hier. Gelb. Rot. Sag mal, ich habe die abgespeckte Version des Lüfters. Kann ich da die Software auch benutzen? Nee. Ich denke nicht. Ich denke, da musst du deine. Also du meinst die abgespeckte Version, du meinst halt den normalen Runden mit dem RGB-Ring, also vom 2700er oder vom 1700er, gell? Also nicht, dass ich wüsste. Die haben nicht den Anschluss dafür. Tolles AMD-Gerät. Was haben wir noch? Schwengeldengel. AR 2600, danke für dein Abo, Dude. Bounce. Das ist Bounce. Boing. Das ist quasi so ein Jojo. Bong, 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 bong. Schneller! Bong, 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 bong. Du kannst das natürlich leider nicht mit dem Mainboard synchronisieren, ne? Wieder der Morse-Code.
Ach, du kannst ja auch einen Morsecode einstellen. Morsecode AMD. Warte mal, wir machen mal SOS. Morsecode Cracky. Ach du Scheiße, das ist Cracky jetzt. Das läuft über USB, ja. Also du brauchst einen freien USB 2.0 Header an Bord. Ja, Cracky ist ganz schön lang. Man kann hier verschiedene Profile auch speichern. Ist das bekloppt? Was ist denn hier der Ryzen Enzo Mode? Are you sure you want to go Ryzen Enzo Mode? Ja, Mann. Was ist denn Ryzen Enzo? Holy moly. Also quasi wird das Herz vom Ryzen erweckt. Das ist dieser Ryzen-Ring quasi und dann... Das ist schon ein geiler Lüfter. Und jetzt fängt das AMD einmal an zu glowen und geht wieder weg. Oh Mann, ey. Naja, das ist das coole Master Rave Prism Einstellungstool. Das gibt's unter anderem im Bereich des Downloads von meinem Rave Prism Installationsvideo. Das gibt's auf der Cooler Master Website. Ich denke, wenn du auf Cooler Master Website nach Rave Prism suchst, wirst du es finden. Ne, das ist die ganze Zeit doch. Erst kommt dieser Ring quasi, der erweckt das Innere zum Leben und dann. Kommt die ganze Kirmes. Hast du jetzt mehr FPS? Wahrscheinlich. So wurde also das schwarze Loch gemacht. D. Das ist wieder Default. Das ist schon lustig. Update Firmware. Ganz bestimmt nicht. Ja, Fan-LED. Jetzt auch die Helligkeit regulieren. Hier kannst du Color Cycle machen. Atmen. Oder halt statisches Licht. Ne, also der kann drei Modi quasi. Entweder alle Farben durchcyceln, dieses Atmen oder halt statische Beleuchtung. Das Logo, da ist es genau das gleiche. Das kann auch atmen. Das AMD-Logo. Statisch leuchten. Kann auch ein bisschen dunkler leuchten, wenn einem das zu anregend ist. Und Color Cyclen. Dass nicht alles geht, gell? Schon cool. So, ich bin für graues Licht. Graues Licht gibt's nicht, ne? Ich meine, jetzt hier ein graues Mäuschen raus. Statische Beleuchtung. Grau. Ring-LED. Statisch. Grau. Sieht eher aus wie lila. Was macht das? Es leuchtet grau. Ja, das ist also der Boxkühler vom 2700X. Der sogenannte Rave Prism. Und die Kühlleistung ist für ein 27X okay. Nicht ganz flüsterleise dabei. Aber reicht halt aus. Und ich habe jetzt hier halt einen kleinen Prozessor drunter geschnallt, weil ich den Lüfter halt rumliegen habe, weil wir ja einige 27X im Team haben. Und dann entsprechend hat es sich halt so ergeben, dass ich diesen dann... Jetzt gucken wir mal, ob die... Ah ne, die Software kann ja gar nicht mehr dazwischen funken, die Onboard-Software. Hat es sich so ergeben, dass ich den Lüfter rumfliegen hatte und dann habe ich den halt hier auf meinen 2400G gezimmert. So, gehen wir hier von Rainbow auch auf statisch und auch grau. So. Muss die Rückseite gewesen sein, ne?
Sieht so blau aus. Warte mal, wen steuere ich denn gerade? Den ich gar nicht angeschlossen habe. IO-Cover, bitte alle regeln, danke. So. Und PCH Heatsink, auch alle steuern. Und so. So, jetzt einen einheitlichen Look. Eine statische Beleuchtung. Sieht ein bisschen heller aus im Kamerabild, als es in Wirklichkeit ist. Ja, aber der Boxkühler ist schon klasse. Er hat schon eine gute Gesamtkühlpower. Okay, wollen wir Afterburner nochmal starten? In der Kamera wirkt das eher lila. Ja, das hier in der Mitte, das hat auch so ein bisschen lila Touch. So, 1600 MHz und dann Core Clock auf 4 Milliarden. Das sind dann die 1500. Ich wollte nochmal ausprobieren, ob vielleicht ein bisschen mehr bei Core Clock noch geht. Wie kommst du, dass du tagsüber was streamst? Ja, meine Familie ist nicht da. Deshalb habe ich die Möglichkeit beim Schopfe gepackt. Hola, Himium. Pong, Entschuldigung. Ping, Pong, Ching, Chong. Lasset uns hören. Ich dachte, der Chat ist deine Familie. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Ja, ist alles gut, ist alles grün. Es hat sich so ergeben heute. Und wir haben gestern schon gesammelt, also... Das waren meine USB-Sticks. Yay! Kann ich erstmal auf dem Boden rumkrabbeln, während hier der Benchmark läuft. Aber ich glaube, wir haben gerade Ultra-Settings, weil wir ja gestern mit der 1660 Ti am Start waren. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal... Party, Party, Party! Knaller, Dankeschön! Wir gehen jetzt einmal wieder auf die 1600x900. Machen... TAA an und sagen hier natürlich nicht Ultra Preset, sondern wir sagen tatsächlich niedriges Preset, sagen aber Texturqualität hoch. Anisotropischer Filter darf auch ein bisschen sein und Tessellation bleibt aus, Motion Blur bleibt aus, Screen erzeugt durch Raytracing. Das ist doch kein Raytracing. Weiß ich nicht, ob man das anmacht. Können wir ja mal anmachen. Benchmark starten. Give it a shot. Mein schwarzes Loch unterm Schreibtisch. Richtig, ist alles weg. Alles weggeflogen. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir hatten mit dem Medion, hatten wir doch irgendwas um die 30, 34 FPS nach dem Tuning. Aber ich glaube, da hatte ich die Details noch ein bisschen niedriger. Da habe ich die Screen Space Reflections nicht aktiviert. Da hatte ich nur die Texturen hochgedreht und anisotrop auf zweifach gestellt oder so. Danke, Simder. Cuidado, Niños! Das sieht aber eher aus wie Full HD. Ich glaube, der hat die Auflösung nicht übernommen. Benchmark invalid. Benchmark Error. So. Gut. Benchmark starten. Also CPU-leistungsmäßig ist er natürlich ein bisschen schwächer im Vergleich zum 4790K, aber er ist in der Nähe. Komm, natürlich, wenn du den 4790 irgendwie auf 4,8 GHz betreibst, ist er natürlich ein Stück weit weg.
Aber ansonsten ist die CPU schon nicht schwach. Los, Ninos! Ja, der i7, da kannst du mit der Grafik da drin nichts reißen. Die hat zum einen natürlich das Problem, dass es keine gescheite Treiberpflege dafür gibt, aber zum anderen hat sie das Problem, dass die Leistung halt einfach nicht da ist. Ne? Und du hast halt komplettes Feature-Set von der AMD-Grafikkarte in der CPU mit drin. Du hast so Sachen wie FreeSync und so ein Kram. Das ist der absolute Burner. Und fürs Einstiegszocken ist das einfach nur ein tolles Ding. Ich habe vor meiner GTX 1080 das Lüftermaul zu stopfen. Ist der Kraken G12 immer noch ein Ding? Und welcher IO sollte ich am besten dafür nehmen? Die neuen Corsairs sind ja mittlerweile eckig. Und da ich schon eine Corsair im Rechner habe, will mein innerer Monk irgendwie schon eine Corsair. Danke dir. Auf einer Grafikkarte. Kraken ist dieser Rahmen dann für die Corsair, gell? Ich habe damit keine Erfahrung mit diesen Dingern. Ja, das sind definitiv zu wenig Strahlen, die verfolgt werden. Da muss der Rechner halt selber für sorgen, ja? Dass hier möglichst viele Strahlen rauskommen. Oh, guck mal, der Berg war sofort da. Die neuen Versionen von PUBG mit den niegelnagelneuen Treibern der APUs habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Damals, als PUBG gerade released wurde und es noch buggy as hell war und performancemäßig auf AMD halt unter aller Kanone, also quasi vor einem Jahr. Ich meine, es ist immer noch nicht so gut mit AMD-Grafikkarten, ist klar, aber sie haben einiges optimiert mittlerweile. Wäre es auf jeden Fall nochmal wert, das Ganze auszuprobieren. Ich habe es damals in 1280x1024 im Livestream auf einem 4:3 CRT mit 60 FPS gespielt. Wollte es schon sagen, trinken. Zwei Do für einen Gedanke. Aber dem Ganzen mal ein Revisit abstatten, halte ich auch für eine geile Idee, ja, auf jeden Fall. Ich wollte nochmal gucken, ob die APU noch ein bisschen mehr Takt mitmacht und wenn ja, was es bringt. Wurde so gestern schon so, ja, 1500 MHz, kann die nicht mehr? that's a thing I can't answer, but we will try it. Und darum mache ich jetzt hier einmal einen Benchmark. Ich weiß, dass die Tomb Raider Games sehr anspruchsvoll sind und gerne dann sofort wegschmieren. 29 Bilder pro Sekunde, wie zu erwarten war. Und daher probieren wir es mal aus. Und ich stelle es jetzt im BIOS ein. Danke, Pascal. Wupp, wupp, wupp. Ich meine, das System ist cool. Das werde ich auch so stehen lassen. Ich werde das nicht wieder auseinanderzimmern. Das ist natürlich prädestiniert dann, wenn die neuen APUs am Start sind, haben wir schon einen schönen Rechner, auf den wir aufbauen können. Da können wir gleich geilen Vorher-Nachher-Vergleich machen. 1600, das schaffen wir glaube ich nicht. Ich kann es mal probieren. So, probieren wir mal 1600. Also du kannst der CPU, wenn du 16 GB Hauptspeicher hast, kannst du ihr fest reservieren 3 GB. Aber die kann sich auch beim normalen RAM-Regal bedienen, solange da Platz ist. Das heißt, du kannst ja auch sagen, ich gebe dir aber nur die 512 MB Ravioli-Dose. Und wenn die dann sagt, ja okay, die habe ich jetzt schon ausgelöffelt, ich habe aber noch Texturhunger, dann geht sie zum anderen Regal, zum RAM-Regal und nimmt sich alles mit. Es macht performancemäßig eigentlich keinen Unterschied. Es ist nur fürs gute Gewissen. Ja, ich habe ihr 3 GB reserviert. Na, also maximal 3 GB bei 16 Gig. Das ist halt ganz lustig. Bululu. 1600, sieht natürlich fesch aus, ne? Keine Frage. Shadow of the Tomb Raider. Im Zweifelsfall bringt es uns 0 FPS. Nur ein instabiles System. Aber wir gucken mal.
Also um die Frage mal zu beantworten vom... Du redest aber nicht vom HBCC, oder? Nein. High Bandwidth Cache Controller ist ja wieder was anderes von den großen Vega-Karten. Das sind ja spezielle Befehle, die ausgelagert werden, wo die Grafikkarte schnell darauf zugreifen kann. Hier spreche ich vom HS... Ich glaube, das nennt sich HSA, oder? Korrigiert mich, wenn ich was falsch sage. Entering the menu. Benchmark starten. Guard ist wieder was anderes, oder? Vorhin dieses Smart Guard von AMD, AT, der die Grafikkarte überwacht hat, auf sie aufgepasst hat. Wuff, wuff. Den WoW-Benchmark. Dann müssen wir erstmal WoW haben, ne? Okay, auf dem 200 GE läuft es ganz gut. Man hört immer, dass es so absolut unspielbar auf der AMD-Hardware sein soll. Aber ich glaube, der neue Renderpfad, der ist ganz geil, ne? Auch für Windows 7. Haben die da nicht für Windows 7 eine DirectX-12-Implementation gemacht oder irgendwie sowas? Bei WoW? Ja, das ist so lustig, weißt du? Was dann auf einmal möglich ist, wenn nur genug Geld im Spiel ist. Oh, fantastisch. Eine Teilmenge von DX12. Ja, wir nehmen mal das Dressing von DX12. Oh Mann, ey. Ich habe da ja keine Ahnung vom WoW. Ist nicht mein Genre. Aber ja, sicher gibt's viele WoW-Spieler mit 7. Selbstredend. Moin, Paschin. Und wenn die mal einen Flaschenhals beseitigen müssen, dann müssen sie halt irgendwann mal an die API ran, ne? Ist halt so. Das Spiel ist halt schon sehr alt. Von seinen Grundfesten. Es sieht ein bisschen runder aus, ne? 1600 MHz, leck mich in die Tasche. Das ist 1600x900. Niedriges Preset, nicht sehr niedrig, aber ich habe die Texturen auf hoch gestellt, weil wir den Bildspeicher halt haben. Wir haben den Hauptspeicher und das macht halt super viel aus. Und ich habe den Texturfilter auf Anisotrop vierfach gestellt, weil Trillionär wird es ja heute echt nicht mehr geben. Und Screen Space Reflections habe ich aktiviert. Nur um den Nico zu ärgern. Ich weiß noch damals, ich weiß nicht, ob es das erste EverQuest war oder so, da haben wir damals, als ich bei PC King war, haben wir einen der FX Dual Cores verkauft. FX55 oder irgendwie sowas. Nee, Moment, Quatsch. Da gab es noch keinen FX Dual Core. Da hatten wir den Athlon 64 X2 4600 oder 4800. Irgendwie den dicksten X2 hatten wir da drin. Und das Spiel lief mit Dual Core nicht. Das lief nicht. Das hat geruckelt wie die Hölle. Dezentrales Steering. Ja gut, das ist ja normal. Bei der FPS und der langsamen Kamerafahrt. Na, aber hier kannst du ja gut den Doppelpuffer anschalten und dann sieht das Ganze schön aus. Und da lief das dann nicht, EverQuest. Ich weiß nicht, ob es... Ich meine, es war das erste damals zu Athlon 64 Zeiten. Das lief einfach nicht mit einer Dual-Core-CPU. Das hat geruckelt wie die Hölle. Und dann kam der Rechner dann wieder zurück zu uns und wir haben das dann ausprobiert und ich habe da Gigabytes an Updates runtergeladen in der Technik hinten, habe die Internetleitung zugemacht, um das selber auszuprobieren. Und dann haben wir umgerüstet von der 400 Euro Dual Core CPU auf den 900 Euro FX, schieß mich tot, FX 58, FX 55, was es damals war. Das war der dickste Single Core AMD, den wir da hatten. 2004 habe ich auf dem Athlon 2000er EverQuest 2 gespielt. Dann war es vielleicht doch EverQuest 2. Es war aber Single Core. Es war der dickste Single Core damals auf dem Sockel 939. Und den hat er sich dann gegönnt. Da war AMD zu der Zeit ja konkurrenzlos, was die Leistung anging. Der hatte dann irgendwie... Wie viel Gigahertz hatte der denn?
Der hatte 2,6 oder 2,8 Gigahertz. Dampfer, danke fürs Abo. Also es hat uns genau ein FPS gebracht. Wenigstens etwas. Gucken wir mal, ob es stabil läuft. Ja klar, 939. Das war damals der neue heiße Shit. Ein Dual-Core gerade am Start und das Spiel lief halt nicht. Ich hoffe, PUBG ist aktuell. Ich habe es hier noch nicht gestartet gehabt. Das heißt, es wird sich gleich auch erstmal einrödeln. Na, gucken wir mal. Ja, da hat AMD richtig auf die Kacke gehauen. Aber der AN2, der war schon leider nicht mehr so gut. Als Intel dann mit den Cores um die Ecke kam, war es Game Over. Macht der 24G-Kühler das OC auch? Ja, sicher. Da lacht der Wraith Prism doch drüber. Wir aktivieren die HW-Info noch. Der von seiner Kühlkapazität lacht er da drüber. Wir ziehen hier im Worst Case 140 Watt aus der Steckdose. 140, 150 Watt aus der Steckdose. Wenn wirklich gar nichts mehr geht. Neue Saison, das ist ja schön. Also ich weiß nicht, was... Also das juckt mich null. Mit den Saisons bei PUBG. Aber okay. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier einstellen. Vollbildschirm ist immer am besten. Ich bin für 1600x9. Aber wir setzen mal den Render Scale runter. Was machen wir? Wir machen das mal so. Wir machen unbegrenzte FPS. Und dann machen wir Render Skalierung. Machen wir mal auf 80%. Dann machen wir Full HD und 80% Render Scale. Kantenglättung lassen wir tatsächlich. Die ist bei PUBG ja so wesentlich. Sonst sieht es ja so schlimm aus. Auf Mittel. Nachbearbeitung. Niedrig, Schatten niedrig, Texturen hoch, Effekte sehr niedrig, Laub sehr niedrig, Sichtweite mittel. Schärfen bitte nicht. So. Ausprobieren. Bin gespannt. Neue Musik, leck mich im Arsch. Oh, es flackert. Die APU mag nicht. 1600 ist zu viel. Ich sage euch das. 1600 ist too much. Ja, natürlich. Der RAM-Takt, darum geht's. Darum ist es auch nicht so ein Beinbruch, wenn du den Kram nicht übertakten kannst. Bei einem 2400G. Diese 400, 500 MHz. Ach, jetzt habe ich Third Person. Das ist aber verwaschen. Aber gut. Das ist das, was wir wollten. Dafür läuft's gut. Es ist ein bisschen blurry, ja. Aber läuft ziemlich ordentlich. Mehr Spannung. Hui. Was ist denn 80% Render Scale von Full HD? No one knows. Was ist das jetzt für eine APU? Das ist der Ryzen 5 2400G. Übertaktet auf 3,9 GHz fest. Die GPU läuft gerade bei 1600, wobei das vermutlich nicht ganz stabil ist. Und ganz wichtig, wir haben Dual Channel RAM drin, 3200er. Wir fliegen durch die Gegend. Weil APU kann halt super langsam sein, wenn du 2133er, am besten 16 GB Riegel, dann machst du dich richtig unglücklich mit. Ne, du musst Dual Channel haben, sonst geht da gar nichts. Ich habe ewig kein PUBG mehr gespielt, ich bin zu dumm, um dieses Menü wegzumachen. So, los geht's. Hui! 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 Mit Shift kannst du ja richtig einen Sturz machen. Seit wann denn das? Schon nicht schlecht. Da ist schon einer. Hinein in den Infight. Ich pfeife auf den Shader Cache, dass ich gleich einen auf den Sack kriege. Ja! Oh Gott, Third Person. Hau mir ab mit Third Person, ey. So, einmal hier hoch. Was war das? Mündungsfeuerdämpfer.
Der hat mich doch bestimmt auch gesehen. mal 965. Dankeschön. Und Freeze. 1600 laufen nicht stabil. Black Screen. Jetzt kommen wir vielleicht ins Windows zurück. Tendenziell ist aber eher jetzt hängen im Schacht. 1717 mal 965, also ein bisschen oberhalb von 1600 mal 900. Was für eine CPU und GPU benutzt du gerade? Ich benutze gerade eine APU. Frohe Ostern! Wir probieren mal 1550. Ich meine, 1600 sieht schön aus, aber ihr habt gesehen, das hat 1 FPS bei Shadow of the Tomb Raider gebracht. War jetzt nicht so der Bringer. Das ist der Ryzen 5 2400G. Der Klassiker. Mit der Vega 11. Und das Ganze natürlich ein bisschen übertaktet. Den muss ich sogar übertakten, weil er ein bisschen kaputt ist. Hat ein paar SMD-Bausteine beim Köpfen verloren. Aber übertaktet läuft er soweit eigentlich sehr gut. Stabil. So. Eine Partie PUBG möchte ich mir geben. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Wir haben 3 Uhr in der Nacht. Das ist ja schön. Windows und ihre Zeitsynchronisation, ne? Funktioniert ganz toll. Nicht. So. OneDrive einrichten. Nein. Habe ich PUBG schon gestartet? Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. Oder RAM höher bis bei jetzt 1,35 Volt. Ne, der RAM läuft sogar nur mit 1,2 Volt. Rüttelt das Spiel? Das sind nämlich ganz neue Microns. Die sind wahrscheinlich ein bisschen kleiner gefertigt. Darum brauchen die nicht so viel Spannung. Auf den HyperX-Modulen von Kingston sind die jetzt drauf. Und die laufen sehr gut mit Ryzen. Da gibt es auch ein 3466er-Kit. Das kostet nicht so viel. Und das läuft recht flott. Ich weiß halt nicht, mit dem Render-Scale ist es so eine Sache für sich, ne? Vielleicht nehmen wir echt ein bisschen Kantenglättung raus. Oh, 83% Renderscale. Wollen wir auf einrichten und dann auf eine andere Festplatte verschieben. Wow, 3%. Wie? Ja, 1600 MHz ist der RAM. Ne, das ist halt die Netto-Datenrate von 3200er DDR4. Und 1550 ist jetzt der GPU-Teil in dem Ding. Ja, jetzt flimmert es natürlich krass, ne? Boah, Hammer. Das ist voll übel mit der Kantenglättung. Das ist eklig. Das ist nicht schön. Die sollte schon mindestens mittel sein. Na komm, gehen wir vom Render-Scale mal auf 77%. So. Das ist deutlich angenehmer. Ne? Das flimmert nicht so super krass. Die Zäune hier. Auf jeden Fall besser. 83% von 1080p ist 1749. 83 ist schon alter Hut. Was sind 77%? Was empfehlen Sie? 75%? Zack. Das sollte ja einigermaßen gerade jetzt sein vom Teiler. 75%. Ein Viertel von irgendwas. Stalber! Da kenne ich mich aus. Yay! Also es läuft auf jeden Fall ein gutes Stück besser. Ja, das ist noch der
Der HyperX, der 3200er. Ne, da wird noch die Wurzel rausgezogen. Ach, verdammt. Nein! Ohne Munition wird schwierig. Jetzt nimm doch das richtige Munitionspaket. Ja! What a shootout! Da liegt ein Sunny Pack. Das ist ein Stein, kein Helm. Weste hatte ich schon, ne? Ja. Noch eine AK. Munition. Das ist aber ein Riesengewehr, was da ballert. Texturen sehen schon nicht schön aus, ne? Das ist hoch. Tatsächlich. Aber Performance ist auf jeden Fall besser geworden. Nimm den Energy Drink mit. Würgeborg. Ach, die mag ich nicht. War noch nie eine Augenweide. Ich weiß. Ist ja auch die erste Map. I need a backpack. Hier war schon jemand. Hier ist vielleicht noch jemand. Ist viel schlimmer. Ich habe gerade meinen 2.4G die Einstellung nachgemacht. Cinebench durchlaufen lassen. Immer 850 Cinebench-Punkte und 67 FPS. Mein B450 Pro M behält immer die letzten Einstellungen, wenn ich wieder Auto einstelle. Komisches Ding. Das ist manchmal ein bisschen buggy. Wenn du die Settings vergisst, dann musst du BIOS-Settings erneut wiederholen, weil er sonst nämlich die Default-Einstellung verwendet und so ein Kram. Noch kein Visier gefunden. Ja, und jetzt stellt euch mal FreeSync dabei vor. Die FPS-Raten kommen ja in etwa hin und auf einmal hast du ein total flüssiges Spielerlebnis. Was geht? Skald, jau, schönes Osterfest, jau. Wo ist überhaupt die Zone? Ich bin voll drin. Perfekt. 4 Kerne, 8 Threads, genau. Eine UMP. Dann schmeiße ich doch das Schrotgewehr an der Seite. Warum habe ich denn nur 15 Schuss drin? Keine Munition mitgenommen oder was? Da lagen nur 15 Schuss oder was? Skandalös. Oh, einen verdammten Rucksack! Stallbar und dann in der Zone. Ist denn schon Weihnachten, ja. Ain't get no backpack. Crossbow. Wahnsinn. Die Pro-Waffe.
to play Schwengeldengel. Frohes an Ickwegger! Wupp wupp! Danke für dein Abo! Ist auf jeden Fall irgendwer in der Nähe. Ach, die UMP hat jetzt ACP-Muni! Heilige Makrele! Oh, danke für die Info! Was ist das? M4, ja komm, dann M4. Never change a winning team, ey. Kompensator MP, ja toll. Das heutige Thema? Wir haben die Cooler Master RGB Software ausprobiert. Jetzt habe ich hier alles auf weiß gestellt oder auf grau. Also auch den eigentlich Rainbow Ring. Wenn man den Wraith Prism Kühler mit dem USB-Header ans Board anschließt, hast du gewonnen und dann kannst du mit der Cooler Master Software alles einstellen. Kannst du die verrücktesten Verfolgungsjagden auf diesem Ring veranstalten. Das macht schon sehr viel Spaß. Und ansonsten machen wir gerade noch mal kurz einen Testlauf hier mit der frohe Ostern, Terminator. Noch einen kurzen Testlauf mit der APU. Ihr seht das, 60 Grad CPU-Temperatur. Völlig im grünen Bereich. Alles entspannt. Und das Spiel läuft echt ganz gut damit mittlerweile. Wenn du noch ein bisschen die Settings runternimmst und dann FreeSync aktivierst, es fängt an zu regnen, dann hast du echt ein ganz tolles Spielerlebnis damit sogar. Das ist der Wraith Prism, so heißt der. Das ist der Boxkühler vom Ryzen 7 2700X. Slave to the Prism. Ich werde gleich eh weggesnipert von Mr. Boom. Mr. Boombastik, alles aus Plastik. Natürlich kein Visier gefunden da in der Gegend. Facebook, sehr interessant. Was ist denn da sehr interessant? Face to the book. Was ist denn da so interessant, dass man mich hier vom Stream, also dass man mich hier ablöst? Eigentlich aber nicht realistisch einen 2-4G mit Wraith Prism. Ja gut, ich hab's aber rumfliegen gehabt. Dann nimmst du halt den Boxkühler und denkst dir noch ein bisschen Lüftergeräusch dazu. Ein Vulkan-Benchmark. Also, Overclocking mit dem beiliegenden Lüfter geht auch. Los, jetzt Chicken Dinner. Ja. Wieder hoch nach Stalber. Naja, eigentlich nicht. Lauf mir aber ein bisschen durch die Pampa. Mr. Laba Laba. Mensch, Cracky, jetzt schon wieder ein Ohrwurm. Mr. Laba Laba. Hey, Girl. Und hat eine Frau Eier im Tower versteckt? Nee, nee. Welche Weise Folge ziehen sowohl die Radeon 7 als auch die Vega 64 unter Wolken einen deutlich teureren RTX 2080 Ti vorbei? Auch AMD ist Mittelklasse, schlägt sich bemerkenswert gut und lässt in Form von RX 95 sogar die 2070 hinter sich. Danke für das Kopieren des Facebook-Beitrags. Erinnert natürlich so ein bisschen an die Doom-Geschichte, ne? Doom und Vulkan ist ja ein Träumchen auf AMD. Genauso wie das neue Wolfenstein. Ja, mein, ist ja schön, wenn du mit Vulkan dann mal die richtige Bereifung für deine AMD-Grafikkarten gefunden hast, damit die Performance auch mal auf die Straße bringen. Weil auf dem Papier sind die ja unglaublich potent. Die AMD-Grafikkarten. Die haben ja Dampf ohne Ende auf dem Papier. Ja, so eine Vega 56 mit ihren fast 11 Teraflops. Kann auch sein, dass es 9 sind. Ich weiß es aber nicht genau. Ist ja unglaublich stark. Und müsste ja eigentlich so stark sein wie 1080 Ti und was weiß ich nicht was.
Aber durch diverse Flaschenhälse, die es dann da die Architektur beginnt, bedingt gibt, kriegen sie das ja meistens nicht auf die Straße, die Performance. Und wenn du dann sowas wie Vulcan hast, dann ist das natürlich schon eine feine Sache. Da fliegt ein Flieger vorbei. Nehmen Sie mich mit! Ich hab Raindrops in my eyes! Schnellzugriff, da ja, können wir einen mitnehmen, ne? Erweitertes Magazin für die Handfeuerwaffe. Schnellzugriff für Schieß mich tot. Ich habe keine Handfeuerwaffe. Ich bin voll und habe noch nicht mal ein Visier. Jetzt kommt auch noch Nebel dazu. Naja, bessere Performance gibt's gratis. Dankeschön. Mach mit Faust. Ja, hat ja vorhin schon geklappt. Kann man rückwärts drehen lassen, ohne ihn umzudrehen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich laufe hier meine Runde um Stalber. Running around. Ja, du musst als Entwickler auf jeden Fall mehr auf dem Kasten haben, wenn du etwas für Vulcan dann machst, weil du dich halt um das komplette Speichermanagement kümmern musst, was dir sonst die API abnimmt. Ja, es läuft schon ziemlich gut. Also ich glaube, die Settings, so wie wir sie gewählt haben, sind voll in Ordnung. Na gut, der Nebel spielt uns gerade auch ein bisschen in die Karten. Aber, naja. Gotta move into the zone. Das ist der Ryzen 5 2400G mit Dual-Channel-Speicher, 3200 MHz. Das ist so das Wichtige, das muss man dazu sagen, weil sonst erreichst du nicht die gleichen Ziele. Ja, aber es ist doch immer wieder schön zu sehen, wenn es dann so Positivbeispiele gibt, wo man dann einfach noch ein bisschen mehr von seiner Grafikkarte hat in dem Moment. Das ist eine nette Sache. Wir ziehen gerade übrigens aus der Steckdose in etwa 130 Watt. Das ist okay. Ja, aber das ist auch die 1,4 Volt ist für die APUs ganz normal. Sock Voltage fällt niedriger aus, als ich sie eingestellt habe. Ich habe ja eigentlich 1,25 eingestellt, aber die sackt ein bisschen ab. Aber dann, solange es stabil läuft, ist gut, weil ich spare mir Strom und Hitze vor allem. Gestern hatte ich den Eindruck, dass mein CPU-Teil der APU nicht ganz stabil ist. Ich muss dazu aber auch sagen, dass es eine teildefekte APU ist. Da fehlen ein paar Widerstände, ein paar SMD-Bausteine, die ich beim Köpfen abgerissen habe. Natürlich ist Liquid Metal dann zwischen Heatspreader und dem CPU-Kern, was natürlich den Temperaturen wiederum zugutekommt. Aber nichtsdestotrotz läuft diese nur übertaktet stabil. Und da ich die jetzt wieder ganz frisch verbaut habe seit langer Zeit, muss ich halt schauen, wie ich meine 3,9 GHz stabil bekomme. Und dann hatten wir gestern bei sehr CPU-intensiven Spielen, Battlefield, dann doch mal einen Absturz, den ich eventuell auf die CPU zurückführen könnte und auf zu wenig Voltage. Ich hatte gestern 1,4 Volt eingestellt. Aber Steam so aktiv Linux unterstützt, gibt es jetzt immer mehr Spiele, die Linux unterstützen und natürlich mit Vulkan laufen. Ja, das stimmt wohl, ja. So, I'm in the zone. Some part of.
34 noch am Leben. Wann werde ich denn endlich erschossen? Ich wollte noch was anderes machen. Frohe Ostern! Naja, das ist ja... Die Nvidias laufen halt einfach schon besser unter den herkömmlichen APIs. Das ist einfach so. Die Nvidia-Karten werden von ihren Kapazitäten einfach schon besser genutzt durch die normalen APIs. Die Architektur, wie das Ganze aufgebaut ist, funktioniert einfach mit den normalen handelsüblichen APIs besser. Aber die Details kenne ich da auch nicht. Man hört immer nur wieder von Overhead und so weiter und so weiter. Also im Prinzip Flaschenhälse in der GPU-Architektur. Ja, also für die APU selber, wenn man ein GPU-Upgrade machen wollen würde, wir haben gestern die GTX 1660 Ti dabei geballert. Das lief sehr gut. Aber viel mehr würde ich auch nicht nehmen. Also viel mehr als eine RX 580, 590, Vega 56 würde ich nicht machen. Uralte GCN-Architektur von 2011 oder 2012. Na gut, das sind viele Jahre mittlerweile, ne? Wenn du Kinder hast, wirst du so schnell alt. Ja gut, die haben, Nvidia hat ja mit Maxwell seinerzeit ja schon derbe das ganze Speichermanagement optimiert und den ganzen Kram. AMD halt, hat halt indessen auch so Features wie ja, den HBM gesetzt, der leider zu teuer in der Produktion ist und zu hohe Ausfallraten hatte, und darum haben sich die Vegas so verzögert. Ja. Ich hasse das hier. Hier könnt irgendwo immer jemand hocken und du rennst hier rum wie das abgeschossene Hühnchen. Und mich einfach in die Bude hocken, ist halt Kacke. Extrem Low Sense Spieler. Nee, Extrem Low Sense ist was ganz anderes. Ja, das sieht aber auch nur in den Tests immer so krass aus. Du musst die ja auch auslasten. Du musst ja auch die entsprechende CPU haben. Und meistens haben die ganzen Testbenches dann ja auch so 9900K am Start, dass die Grafikkarte natürlich immer auf 100% ist. Aber wenn du dann nur mal irgendwie eine schwächere CPU hast oder so, taktet die Karte schon nicht mehr so hoch. Und dann ist das in der Praxis gar nicht so krass der Unterschied. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen geschluckt, als ich gesehen habe, was die 1660 Ti sich genehmigt, beziehungsweise das ganze System. Dann bist du nämlich bei der ganzen Systempower auch bei 220 Watt auf einmal. Und so eine Radeon 7, die kriegst du auch auf 300. Also das, so viel ist da nicht zwischen. Aber ich verstehe das schon. Ein Laseraufsatz. Ne, was ein Träumchen. Den brauche ich für meine M4. Ein Auto! Und eine Schießerei. Ich will da auch hin. Ich habe kein Visier. Ich bin der Noob.
warte hier und singe, kommen sie von nah und fern. Immer rein ins Gemüse. Camper hinter der Mauer. Das hast du jetzt davon, dass du mich provoziert hast. 19. Platz von 99. Fast ein volles Match. Der absolute Wahnsinn. Wir schauen noch ein bisschen zu. Ich gehe mal auf Toilette. Balkonette. Danach was anderes. Vielen Dank fürs Einschalten bis hierhin. YouTube. Ciao, YouTube. Es war toll mit euch.